Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben ja im letzten Video alle fehlenden Monde hier im Cityland gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt 20 Monde beisammen und wir können ins nächste Land reisen. Und da bin ich schon gespannt, was das für ein Land sein wird und was uns dort so erwarten wird. Ja, wie gesagt, das Cityland war ein Land, wo es sehr, sehr viele Monde zur Sammlung gab. 20 Monde, das hat es bis jetzt noch in keinem anderen Land gegeben. Aber ich glaube, das Cityland ist auch eines der wichtigsten Länder hier bei Super Mario Odyssey. Da gab es auch viel zu erledigen und da gab es auch Menschen, was ich am Anfang besonders strange fand. Aber na gut, lassen wir die Menschen hier im Cityland Menschen sein. Und unsere Odyssee ist jetzt leistungsfähiger. Das heißt, wir reisen hier gleich mal weiter und es sieht nach einer Insel aus. Oh, die Guardewar! Was meinst du? In welchem Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Oh, Polarland oder Küstenland? Ich meine, wir müssen sowieso wahrscheinlich beide machen, aber ich bin nicht so der Eisfan. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ins sonnige Küstenland. Passt auch hier zum Wetter momentan bei mir. Sonnige 30 Grad fast jeden Tag. Deswegen ab ins Küstenland. Und ja, mal schauen, ob das eher wieder ein großes Land ist mit 16 Monden, die wir sammeln müssen, oder eher ein kleines mit 10 oder 8 Monden. Wenn uns nicht wieder Bowser hier beim Fliegen überrascht, das kam ja auch schon mal vor, dass wir hier, ja, von Bowser überrascht wurden und einen kleinen Bosskampf hatten. Aber na gut, Leute, falls euch dieses Video gefällt, vergesst auf keinen Fall einen Daumen nach oben zu geben. Und da bekommen wir schon mal wieder ein paar Tipps von Cappy. Das nenne ich mal ein überwältigendes energetisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp. Wandsprung. Springe gegen eine Wand und drücke B, sobald du sie berührst, um einen Wandsprung auszuführen. Als hätten wir das nicht schon die ganze Zeit gemacht, Cappy. Cappy. Ja, ich dachte, du gibst mir super Tipps. Ich meine, du hast dann noch irgendwas über das Küstenland gesagt, aber weil ich hier wieder zu voreilig war, habe ich das leider nicht gelesen. Aber nun gut, ich hoffe, wir finden uns auch so im Küstenland zurecht. So, und es sieht sehr sonnig aus. Das Glas ist halb leer. Nee, es ist halb voll. Außer er trinkt es. Ja, Leute, was sagt ihr eigentlich? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich finde, das ist Ansichtssache. Was ist denn das da oben auf dem schicken Glas? Denn ich finde ja, wenn man daraus trinkt, sagt man dann, das Glas ist halb leer. Aber wenn man es anfüllt und man bleibt bei der Hälfte stehen, ist es halb voll. Hey du, du siehst wie ein hilfreicher Zeitgenosse aus. Siehst du diesen grauenhaften Wesen direkt vor uns? Das hat es sich breit gemacht und schlürft genüsslich unser kostbares Edelwasser in sich hinein. So tu doch bitte etwas. Ohne wütende Schnecke. Ja. Vor dir hätte ich halt auch gerne Angst. Und hey Leute, lasst uns mal das hier kurz hier genießen. Unser Outfit passt genau hier für diese Welt. Hab schon gewusst, wieso ich das auch im Cityland trage. Ich meine, da war es etwas auffällig. Aber na gut, so. Hast du etwas für mich? Der in diesem Raum versteckte Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass dir bei der Suche deine Augen nichts nützen. Du musst den Boden unter dir mit großer Aufmerksamkeit erspüren. Fühle, wie der vibriert. Viel Glück, Kumpel. Und wir brauchen hier 10 Monde. Ah, okay. Ich spüre hier Controller-Vibrationen. Die hören hier auf. Und hier sind sie besonders stark. Dann wird hier der Schatz sein. Ah, hier. Yes, da haben wir den Mond. Ich meine, was wäre ein anderer Schatz gewesen unter Vibrationen in der Unterwasserhöhle. Und das fand ich gerade richtig cool, dass sie das eingebaut haben, dass die Controller hier vibrieren. Und er hat uns ja auch hier Tipps gegeben. Am Anfang dachte ich, hey, wieso vibriert das? Aber, ja, einfach mal nachdenken, dann weiß man das meistens. Ah, und hier ist wahrscheinlich dieser Wandsprung hilfreich, ja. Oder so. Aber wahrscheinlich muss ich schon das hier so. Ah, okay, ich kann auch hier zu dieser Wand springen. Okay. Vielleicht gibt es hier irgend so einen Gegner, der sich wieder strecken kann.
Was ist das? Keep. Foto von Hinweiskunst. Okay, okay. Irgendwo steht da Keep. Wahrscheinlich ist das das Teil da drinnen. Oder da drüben ist auch was oben. Okay. Ah, da unten ist eine Höhle. Schwimmen wir da mal rein. Diese Seealgen, die will ich jetzt schon nicht mehr sehen. Ah, da sind wir drinnen. Oh, Schatz. Schätze. 1, 2, 3, 4. Oh. Komm schon. 1, 2. Ah, komm. Ah, okay. 1, 2, 3, 4. Und dann bekommen wir wahrscheinlich den Mond. Ja. Dieses Küstenland. So. Springen wir hier mal wieder rein. So, jetzt haben wir eh kein Problem mehr damit. Wir haben ja, wissen Sie ja jetzt schon. Oh, ich meine, ich hoffe, es hat sich hier nichts verändert. So, da sind diese Münzen, die ich vorhin verloren habe. Die holen wir uns natürlich zurück. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. Und wo ist der Mond? Da ist er schon. Dankeschön. Ein Mond für dich, Schatz am Zufluss. Was für ein Zufluss? Das ist hier eine Sackgasse. So, liebe Algen. Oder was hier? Das Seegras. Oh, da oben ist auch ein Mond. Da ist ein Shop. Da ist mal ein Punkt. Den müssen wir uns gleich mal holen. So. Okay, anscheinend muss ich mich dann irgendwas verwandeln, damit es schneller geht. Da hätten wir schon ein paar Fischis, da hätten wir ein paar Röhren. Ich würde sagen, wir kümmern uns einfach mal um dieses Monster, oder? Da ist jetzt auch noch Mond aus. Das glitzert hier. Okay, das war nur ein Herz. Dann will ich wieder ein Fischi sein. Fischi sein ist cool. Oh, da unten geht's weiter. Da ist wieder eine Höhle. Nein! Gib mir meine Fische zurück. Ich finde es so cool, dass die Fischis hier Augen haben. Wow. Ah, Mond. Der Unterwasserstraßentunnel. Ein Fischi ist weg, dann muss ich mir einen neuen Fischi holen. Fischi! So, 3 Monde haben wir schon. Fehlen nur noch 7. Aber wir müssen halt dieses Monster auch beseitigen. So, Meeresgraben West. Wow. Da geht's tief hinein. Sieht nach einem Rätsel aus. Oh, die kann diese Sphinx hier reden. Muss ich hier Mario sein, um mit der zu reden? Hä? Ja, rede doch mit mir. Dann halt nicht. Dann verwandeln wir uns in einen Fisch. Hui! Aber da gibt es bestimmt einen Mond zu holen. Ich meine, für was würde hier sonst hier am Meeresgrund sowas stehen? Hey! Meeresgraben Ost. Höhle. Höhle. Bitte sagt, da ist auch ein Mond darin. Oder ist es einfach nur... Oh, doch, da ist ein Mond. Wer hätte das gedacht? Psst, das hier ist eine Abkürzung. Für was? Wohin? Ja, ich sollte auf Höhe der Dings schwimmen. Oh!
Das Teil hat auch einen Mond darunter. Hey, gib mir deinen Mond. Ein Mond für dich. Merci, Dory. Da ist eine Schatztruhe. Sag nicht, da ist auch ein Mond drin. Das wäre jetzt kitschig. Das wäre jetzt richtig kitschig. Aber schauen wir mal. Nein, das ist so ein Herzcontainer drin. Das heißt, wir haben jetzt 6 Herzen zur Verfügung. Auch nicht schlecht. Na gut, dann gehen wir jetzt da mal rein, in diesen Ballast. Okay, da sind wir vorhin von drüben gekommen. Dann schnell wieder rauf. Wir haben zwar noch dieses Muschelgeld noch nicht gesammelt. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Aber wir wollen ja eigentlich zu diesem Schlürfmonster. Wo das jetzt auch immer ist. Ah, da ist es. Du hast dich verirrt, öffne die Karte. Nee, ich habe mich nicht verirrt. Ich kenne mich hier aus. Ich meine, das ist mal ein Land, das wirklich überschaubar ist. Wenn ich das so nennen darf. Ich finde es hier wirklich überschaubar. Was machst du da drüben? Außer hier im Wasser chillen. Ah! Das ist nice. Jetzt weiß ich auch, wie ich da drüben diesen einen Mond holen kann. So nämlich. Wow, 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 wow. Okay, da wäre so ein Ding schon gestanden. So, wo ist dieses, diese Noten? Da ist. Nein! Ja, dann stellen wir dich da ab. Was? Wieso bewegst du dich auf einmal nach oben? Wie jetzt? Euch nicht nach oben bewegen, was soll das jetzt? Ah, okay, alles klar, ich muss auf den richtigen Knopf drücken. So ist es natürlich easy. Haha. Boah, ich möchte nur noch so ein Tintenfisch sein. Ha, da haben wir den Mondjagd. Auf der Meeresoberfläche. So, jetzt bewegen wir uns noch vor. Komme ich mit dem da rauf? Wie komme ich mit dem Teil? Ich gehe nicht so weit, dass ich da rauf komme. Man kann damit fliegen! Wie nice ist das denn? Oh mein Gott. Kann man hier auch raufkommen, natürlich. Was? Oh, jetzt bin ich natürlich nicht mehr hilfreich. Kann ich die Lava mit meiner... Holla, das sieht extremst... Vielleicht hilft da ja Wasser. Ah, ein Hinweis, ein Hinweis, ein Hinweis. Oh je. Also der andere hatte mehr Wasser. Ha, mehr Wasser. Nee, Spaß, Leute. Hey! Was soll denn das jetzt? Ah, da verbirgt sich. Ah, okay. Oh, ein Mond. Nice. Diese versteckten Hinweise manchmal in diesem Spiel, finde ich einfach zu genial. Yeah, haben wir auch noch etwas Muschelgeld. Nennen das jetzt einfach mal so.
Tiamari-Insel. So, ich befreie mich mal von dir. Uah! Und macht irgendwas. Wäre cool, wenn der jetzt irgendwie dieses Teil da drüben freischalten würde. Aber wir brauchen immer nur noch 3 Monde. Yes, ja, er schaltet dieses Teil frei. Und ich glaube, dass dieses Teil die von denen hier freischaltet. Und damit können wir uns dann rüberschießen. Es ist nur eine Vermutung. Ich kenne mich hier wirklich nichts aus. So. Bam. Ha! Wie gesagt. Schießen wir den... Yes! Da haben wir ihn getroffen. Au, weil du willst die 4 von denen wieder sprudeln lassen. Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Sind das jetzt Haare? Sieht lustig aus. Noch 3 von denen. Weiter geht's. Ah, okay. Alles klar. Da oben gibt's wieder was. Da ist auch ein Mond davor. Können wir da rauffliegen? Ich meine, wir können uns hier mal einen Überblick verschaffen. Okay, das Glas ist halb leer. Da dreht sich was. Da ist eine Höhle. Da ist noch eines. Irgendwo muss noch eines sein. So, ich habe alles gesehen. Wäre cool, wenn wir jetzt wieder so ein Ding hätten. Oh! Mondi? Nö! Goldene Gumbas! Schnell hier drehen. Damit wir die zerstören können. Oh, die sind ja süß aus, diese Piraten-Gumbas. Was schreist du da oben? Okay. Man begreift also die Magie des Ortes nicht, wenn wir hier nicht die 4 Sprudelnden von denen haben. Vielleicht muss ich einen Gumba-Turm bauen. Ich mag Gumba-Türme. Kann ich da unten rauf? Nö. Ja, dieser Gumba-Türmchen hilft mir halt dann hier doch nichts. Deswegen sollten wir uns hier mal weiter begeben. Vielleicht können wir da hinten irgendwie rauf. 3 Monde fehlen uns noch. Ich meine, wir müssen sowieso das Küstenland vorher von diesem Teil befreien. Ist das die einzige Schwierigkeit, da momentan da raufzukommen, wo diese Dinger runterkommen? Denn dann wäre es hier ein leichtes Spiel für uns, muss ich sagen. Ja, sammeln wir das, vielleicht können wir ja wieder einen Mond kaufen. Au! Sieht fast danach aus, als wäre es das gewesen. Da ist der Mond und somit können wir auch die von denen jetzt in Gang bekommen. Und da hinten ist noch so ein Glas. Das Siegel in der Schlucht. Da springen wir gleich raus. Ich bin gespannt, was das Ding dann noch so schießt dann. Und da fliegt der Korken. Bam! Genau auf seinen Kopf. Er sieht süß aus mit seinen Locken. Genauso, noch 2 von denen. Da drüben ist eine. Eieieiei. Das hat wieder wehgetan. Aber wir halten das aus. Wir sind auf Super Mario. Ich würde sagen, da fliege ich einfach mit so einem... Bowsers Fußabdrücke, wohin ist er wohl verschwunden? Na, gute Frage. So, komm her. Dich hole ich mir. So, da kommen wir normalerweise mit so einem Teil rauf. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und somit haben wir auch diesen Mond hier.
Beziehungsweise dieses halb volle, halb leere Glas. Und da können wir gleich mal den Korken raufschießen. Nur wie ich dann zum letzten komme, hat sich für mich noch nicht so ganz erschlossen. Bam! Hui! Bam! Nur noch eine von denen. Lass uns auch den letzten Korken ploppen. Ah, da drüben gibt es den Eingang. Dann folgen wir mal diesen Eingang. Natürlich mit Octo-Geschwindigkeit. Okay, da ist doch kein Eingang. Vielleicht ein Unterwassereingang. Hat er gerade zu mir gesagt, schleich dich. Schleich dich, er sagt wirklich schleich dich. Probieren wir es mal da drüben. Sieht so noch nach einem Eingang an, aus, wo wir dann unten reinkommen. Wo der Tunnel auch immer hinführen mag. Ich glaube, er führt mich zum richtigen Weg. Oh, Fischilein. Ja, und der Wassertunnel zum Leuchtturm. Da schnappen wir uns natürlich gleich einen Fischi. Sind wir um einige schneller. Wow! Hey! Langsam hier! Okay. Wie viel von diesen Unterwasserseeungeheuer haben die denn? Und so lange war der Weg bestimmt nicht. Ah, da ist ein Herzilein. Herzilein. Und wenn wir schon da sind, holen wir uns die auch noch ab. Du bist diesmal 100. So. Rauf da. Und da ist die Röhre zum Leuchtturm. Kampffisch. Yes. Bin gespannt, ob wir jetzt als Fisch oben rauskommen. Das wäre schon cool. Nö, leider. So, und somit können wir auch den letzten Korken knallen lassen und somit haben wir auch den 10. Mond hier gesammelt im Küstenland und das in einer Folge haben wir das Küstenland abgeschlossen. Nice! Yes, Korken knallen! Wuhu! Oh. Wuhu! Yeah! Bam! Yes! Müssen wir den noch bekämpfen oder ist er jetzt einfach weg? Fahr mal aus, es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Ich will so einer werden. Ich schätze mal, den brauchen wir auch hier. Damit wir seine Klatze kühlen können. Yes, das ist so richtig. Ha! Nein! Rauf mit dir, Mario! Hol dir den nochmal! Oh, come on! So, da sind auch zwei Herzen. Ich muss denn jetzt hin. Ah! Komm! Ich
glaube, ich muss den nur einmal treffen. Nein! Ah! Was macht er denn jetzt? Okay, ich muss nicht auf ihn raufspringen. Ah, verdammt! Aber ich will den eigentlich jetzt noch schaffen, Leute. Ich muss sagen. Und ich glaube auch, dass er dann noch drei Dings für uns parat hat. Drei, was würde ich sagen? Drei Monde. Ich wusste dir ja, dass ich das sagen wollte, oder? So. Also gut. Ja, wir müssen ihn wirklich so bekämpfen. Ich dachte am Anfang, dass wir den, dass wir da drauf springen müssen. Aber auch jetzt, wo sein Feuer weg ist, müssen wir den so bekämpfen. Was das Ganze natürlich auch einfacher macht. So. Als wäre das nicht genug gewesen, dass wir ihm hier drei Korken auf den Kopf geknallt hätten. Lass die Korken knallen. Ja. So, jetzt. So, das zweite Leben ist weg. Ich schätze mal, er hat auch drei. Ich hätte gerne wieder gegen die Brutals gekämpft. Die haben wir schon wirklich lange nicht mehr gekämpft. So. Heute mal eine etwas längere Folge, aber ich hoffe, das gefällt euch auch. Ich meine, bei so Let's Plays, die muss man fast länger machen, damit hier die Story auch gut rüberkommt. So. Wow. Wir dürfen hier nur nicht stranden, wie jetzt gerade eben. Ah! Come on! Wie jetzt? Muss ich höher fliegen? Yes! So, jetzt haben wir auch sein drittes Leben zerstört und haben gegen ihn gewonnen! Boom! Krass, und da, wie gesagt, ist auch dieser Mondbund. Und jetzt machen wir das Glas wieder voll. Sieht hübsch aus. Sieht wirklich hübsch aus. So, und da ist dieser Mondbund und genau an dieser Stelle möchte ich auch dieses Video hier beenden, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Wenn du das nicht mehr verpassen willst, dann aktiviere doch unter meinem Video die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das machen würdest. Wenn du neu bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wäre auf alle Fälle eine richtig coole Sache von dir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao.